So, Freunde, willkommen zum Krieg 7 Days Hunting gegen Symbiose. Und ist entschieden. Wir haben jetzt noch 8 Angriffe. Gegner hat noch 2. Ich glaube, das ist jetzt Russo, der hat angefangen. Der doch nicht, da ist noch was. Nee, also das haben wir verloren. Aber ist ja nix, ja. Ist halt eben so. Und meine Teams, die da stehen, irgendwie die gleichen. Deswegen, ja, müssen wir da einfach mal ran, ja. Ich nehme jetzt erstmal meine beiden Lila-Teams. Guck einfach mal, was dabei rumkommt. Das ist einmal Ariel, das ist dann Paige, Fiona, Seeschat und Igat. 2 Cleanser brauche ich definitiv für Drake, Grave, Vela, für alle. Oh, Truppen. Eieiei. Da Fauxpas war einer. Ich habe das ja extra so gemacht, dass ich Cage da reingebracht habe, wegen der Elva-Truppe. Okay, auf geht's. PvP lief gerade schon mal gar nicht gut. Aber mal sehen, wie es jetzt läuft. Okay. Spielen wir die roten. Ich muss erstmal gucken, dass irgendwas Lilanes hochkommt. Da kommt was Lilanes hoch. Spielen wir ruhig nochmal. Okay. So, lila Diamant. Natürlich schon ein bisschen spät, weil Telluria auslösen kann. Aber, haha, wir haben Ariel. Wir haben Ariel. Okay, dann auf geht's. Die Vierer nehmen wir zuerst, dann sind sie alle einmal geladen. Und dann gucken wir mal. Kiona nehmen wir jetzt auf die Mitte. Tech-Up für Cage und Seeschat. Dann gucken wir mal, dass Cage wegkriegen. So und so. Okay, war in Ordnung. Jetzt machen wir machen wir das so. Das war okay. Wir haben Rigard, solange der jetzt nicht ausgesniped wird. Okay, das war gut. Einmal heilen. Jetzt können wir gucken, dass wir Grabmacher wegkriegen oder wir versuchen, Vela wegzukriegen. Ist natürlich ein Risiko, ne? Aber es kommt keine Heilung, es kommt nichts. Mit 900, das packt die nicht, glaube ich, oder? Packt die 900? Okay, ich hatte irgendwas mit 800 gedacht, aber gut, so ist das eben. Ist ja egal. Also, ich denke mal, dass Grabmacher da jetzt gleich nicht nochmal auslösen wird, beziehungsweise ich hoffe es einfach. Und wir das hier jetzt auf die Kette kriegen, dass da jetzt noch was Lilanes kommt. Bis der Hampelmann ja doch beinahe. So, ja, löst tatsächlich nochmal was. Ja. Ah gut, dann nehmen wir jetzt erstmal Vela raus. Okay. So, ich hoffe. Schaden aus 246, das reicht. Lass mir den Cage jetzt da stehen, bitte. Ja. Für die. So, Cage auf Drake. Roter Diamant. 888. Das ist geil. Das ist gut. Roter Diamant ruhig.
Muss ja ein bisschen Action hier kriegen. Boah. Könnte mir, glaube ich, egal wen die trifft, die snipe mir den raus, oder? Geht doch nicht. Schwein gehabt. So. Kiona. Ja, jetzt ist die Sache. Jetzt mache ich doch lieber erst Cage und dann Kiona. Weil wenn ich Kiona zuerst gemacht hätte, hätte es sein können, dass Satana unter diesen 50% leben ist. So, 25 Minuten haben wir noch. Nehmen wir hier das nächste lila Team. Das nächste lila Team ist Team 7. Du und wer ist mein Heiler? Du. Ursena kriegt die 25er. Also, Pantaso. Weil diese Truppe, jedes Mal. Okay. Ja, dicker Bursche. Truppen sind höher. Aber was willst du machen? Oh Mann. Koffer auf lila. Koffer auf lila. Ich glaube, das ist verloren. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr gebacken. Da ist blau. Ich sehe nix. Nee, ich glaube das. Telluria ist schon so gut wie weg, ein Panther auch. So viele Steine, wie da reingegangen sind, das hätte sie da locker weghauen müssen. Ja komm, was soll's? Das ist immer das Schönste. Man macht einen Diamanten und es passiert einfach gar nichts. Es kommt nichts. Vielleicht kriegen wir jetzt durch die Lilanen hier. Ne, kriegen wir Telluria. Okay. Ein Punkt gegen mich. Ja, was soll ich da machen? Ja. Das muss ich selber machen. Was nehme ich denn da am besten? Da muss ich schon auch volle Lotte reingehen. Für das Team Gelbe. Weil, ganz ehrlich, ist ja kein Clean. Das ist ja vollwertiger Angriff eigentlich. Ja. Das ist ja nix. Das war scheiße. Okay. Sieht ein bisschen besser aus. In der Theorie. So, posten wir hier mal, gucken, was dabei rumkommt. So. Na, Grasul. Wieder ein Move zu spät. Aber egal. Machen wir das so. Nehmen wir ruhig die drei hier unten. Das reicht erstmal. Heilung an. Zack, zack. Die Seite müsste weg sein. Wie? Mhm. Aber unabhängig jetzt mal davon, ich meine, ich habe da gestern schon 2 oder 3 Stunden zu was gesagt.
Auch wenn das hier schwieriger ist alles, ich finde einen Nerf von Telluria muss halt mit seinen Aufgaben wachsen, ja? Das ist halt einfach so. Dem Leben ja auch nicht immer das Einfachste aussuchen. So. Absolution. Absolution brauche ich noch nicht. Den. Mal eine Nicht-Telluria. So, ich habe jetzt noch das rote Team. Das würde ich tatsächlich für eine Telluria aufheben. Heißt, wir kämpfen jetzt Natur mit Natur. So. Telluria, Kingston. Naja, das Team, wo Evelyn und Lyanna immer zuerst sterben. Ich weiß nicht wieso, warum, weshalb. Aber es ist irgendwie immer so. Ja. Auf geht's. Finde ich nicht gut. Das Board finde ich nicht gut. natürlich auf Evelyn. Natürlich gehen wir da auf Evelyn drauf. Also ich bräuchte eigentlich mal hier irgendwie Heilung, so. Aber Heilung gibt's noch nicht. Ja, Evelyn ist schon wieder weg. Unglaublich. Naja. Es ist immer schwierig, sich ein. Da habe ich jetzt an nicht nachgedacht. Ein schneller Tank ist natürlich auch als Gegner immer ein bisschen blöd, ne? Jetzt ist Kingston weg. Das ist nicht gut. Gehen wir erstmal hier auf Magni. Kann die Steine ruhig auch auf Magni nehmen. Ja, natürlich. Natürlich gehst du da. Natürlich musst du auf Lyanna gehen. Komm. Das ist immer sowas, was ich nicht nachvollziehen kann, ja. Das ausgerechnet dieser eine hält. Ja, ja, und du revivest dich jetzt wieder permanent. Ohne Spaß. Warum? Ja, die Kombos sind schön, aber geil. Warum denn nicht auf Telluria jetzt mal ohne Witz? Warum geht das denn nicht einfach mal so, dass die angegriffen werden, die dann auch mal ein bisschen überleben würden? Unfassbar. Unfassbar. Das gibt mir hier einen lila Diamanten. Auch wenn ich da nicht mehr viel für kaufen kann. Ja. Zu dem komme ich gleich, den clean ich gleich. Ich versuche jetzt noch einen One-Shot irgendwie mal hinzukriegen. So, Spiel. Was war denn das andere? Achso, das ist, ja. Im Endeffekt eh egal. Ich habe jetzt so ein rotes Team, das heißt, da nehmen wir jetzt keine Wähler. Ja, nehmen wir das. Nehmen wir das mal. Sim. Das ist Mariana, der Franzose. Ja, du. Genau du.
Und noch ein Rigat. Truppen. Ja, wieder so. Ja. Ja. Na komm. Gebt mir noch den One-Shot. Dann clean ich den einen noch und dann bin ich nicht glücklich, aber. Ah ja. Ja. Was ist das? Unglaublich. So unglaublich. So, jetzt muss ich eigentlich den ein lila Match machen, damit ich Rigat hier mal zum Starten kriege. Das ist sehr gut, weil jetzt haben wir nämlich das Mana weg und wir haben hier unten vier Steine. Blöd ist nur Grabmacher. Aber ich habe ja hier noch einen Diamanten. Müssen wir jetzt einfach auslösen. Okay. Kein anderer löst aus. Ich habe dann rote Steine unter Telluria. So. Glaube. Ja, Ares kann ich mir jetzt erstmal schenken, weil Seeschat legt da gleich los. Ich werde... Auf wen gehe ich denn? Ich habe hier rote Steine. Machen wir erst Sim. Mariana. Den Franzosen. Ach ja, den Franzosen hätte ich mir eigentlich auch schenken können. Und dann... das so, weil jetzt lasse ich dann gleich mal Ares an und vielleicht reicht das sogar dem kritischen Schaden immerhin etwas. So, Delilah löst, nee, Delilah hat aus, okay. Hey, lila Diamant. Das gibt uns Zeit, dazu heilen mit Rigat. Ja. Okay. Kritischer Schaden auf Grabmach. Deswegen, ihr habt wahrscheinlich gerade gesehen, ich habe einen zweiten Ares-Set der Levelliste. Das ist der Grund, wieso. Der kritische Schaden, der ist einfach unnormal. So, ich muss jetzt da hinten mal bei Seeschatten ein bisschen aufräumen. Weil sonst rastet die mir da zu sehr mit den ganzen Minions aus. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, können wir hier irgendjemanden in Ruhe lassen? Nee. Gut. Gucken wir mal, was hierbei rumkommt. Wir haben nochmal rote, okay. Da können wir nochmal heilen, falls sie auf den Franzosen gehen sollte. Sie löst aus, also können wir da auch runterspielen. Jetzt mache ich dann die grünen und die gelben hier zusammen. Hoffe, dass da irgendwas kommt. Das ist natürlich jetzt die undankbarste Kombination, die da jetzt noch übrig geblieben ist, ne? Seeschat und mit Delilah. Aber gut. So. Geht in die gelben rein. Rot. Dann werde ich jetzt mich um Delilah kümmern. Ist, denke ich, mal am einfachsten. So. An. Gehen jetzt hier drauf. Dann haben wir schon mal wahrscheinlich einen der Minions produziert weniger. Gut.
Natürlich nicht. Wenn sie sich jetzt heilt, bevor sie stirbt. Ich sag da nichts mehr zu. Dieses ganze Reviven, das ist. Delilah und Kingston, das sind echt die schlimmsten. Ja, 5 Minuten übrig, ich weiß, ich will auch zum Ende kommen. Mir nur mal hier ein bisschen rot jetzt hier. Dann machen wir es. So und so. In der Hoffnung, dass das reicht, aber ich glaube, das müsste reichen. Okay. Neun Minuten noch. Ein Angriff habe ich noch. Sieht's denn aus? Wie viele Punkte? 172. Wie viel hast du? Wie viel gibst du mir jetzt? 35. Dann bin ich bei 205. Ich habe eh... Ja, ich klicke. Das passt. Das passt, weil... Ich hab da jetzt noch. Und 3-2-Team. Ja. Machen wir das. Machen wir den Clean. Es ist eh gelaufen, von daher. So. Ich weiß gar nicht, warum meine. So. Ich habe mich nur gewundert, warum ich eine Telluria übrig habe. Aber ja, bin ich jetzt auch hintergekommen. So. Komm, was soll's. Kriegen wir den noch? Okay. Hier haben wir blau. Da oben haben wir blau. Dann ist June schon mal weg. Okay, da kommt blau hinterher, alles klar. Das war dann eine einfache Nummer. Sehr unspektakulär. Aber gut. 32 Punkte. Das gibt uns dann 204. Was willst du machen? Ist halt so, ja. Man muss halt da mitschwimmen. Ein One-Shot, zwei One-Shots. Ja. Zweimal gefailed, zwei Cleans. Wobei... Abbott 45 Punkte. Kann man auch schon fast als One-Shot zählen. Ne? Jetzt können wir mal eben gucken. Da der eine Punkt gegen mich. War noch so. Noch irgendwas gegen mich gewesen. 7 und 44. Da nichts mehr. Da nichts. 44 sieht auch nicht nach einem One-Shot aus. Da sind 6. Also, Defensive steht, 6, 27, 18, ich verstehe nicht, warum das alle jetzt immer ändern wollen, jetzt Telluria und sowas, ich meine, wir tun uns alle schwer, ja, es ist halt einfach so, dann machen, angegriffen irgendwo, ich glaube nicht. Ja, Freunde, jedenfalls, der Krieg ist verloren. Erneut gegen Symbiose. Aber ich glaube, wir haben mehr Punkte gemacht als beim letzten Mal. Deswegen gibt's eine positive Sache daraus. Und nachher kommt noch das Turnier. Und dann sehen wir mal, was kommt. Also, mach's gut. Viel Glück noch, falls der Krieg bei euch noch läuft. Ich weiß es ja nicht. Manchmal sind die Zeiten sind ja unterschiedlich. Und von daher, macht es gut. So, Freunde, hier nochmal eben der Abschluss vom Krieg. Wir haben jetzt verloren, war ja klar. Also, wer den Krieg gesehen hat, wusste, dass wir verlieren. Und, ja. Eine Magiekugel ist jetzt nicht, dass ich sie unbedingt brauche. Ich glaube, ich habe jetzt
90 oder 100, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem schön, sowas zu kriegen. Es ist relativ selten, dass man überhaupt sowas kriegt beim Krieg. Dann aber eine Niederlage. Von daher nehme ich das gerne natürlich. Und ja, dann war's das. Und das nächste Mal kriegen wir euch Symbiose.